Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dukes Aquaristik-Experimente zu einem neuen Teil in meiner legendären Serie Pimp My Filter. Heute haben wir ein relativ großes Monster an Filter und zwar den Ultramax 2000 von Aquael. Gibt es auch noch zwei kleinere in der Serie und das, was ich euch dann später zeige, wenn es um das Pimpen geht, das gilt sicherlich ähnlich mit kleinerer Menge auch für die kleineren Brüder von ihm. Ich zeige euch aber auch, was alles mitgeliefert wird, auch ein bisschen meine Meinung dazu und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Was ein bisschen eigenartig beim Auspacken, das ist hier so eine Art Frischhaltefolie eingewickelt, das hatte ich jetzt auch noch nicht, meistens ist es irgendwie gelöst im Papier, aber gut. Ein Dank geht raus an Ibrahim, der das Gerät gesponsert hat. Ist wieder mal nicht von der Firma Aquael gesponsert, sondern von einem von euch, der dann natürlich im Gegenzug den Filter von mir kostenlos mit Biohome ausgestattet bekommt. Wenn ihr auch mal bei Pimp My Filter mitmachen wollt, Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch noch sonstige Links. So, jetzt sehen wir hier halt, was alles mitgeliefert wird. Ja, hat so ein paar Alleinstellungsmerkmale, die ich so noch nicht gesehen habe. Auffällig ist dieser Ansaugkorb hier. Der ist so flach. Und was auch ich so noch nicht gesehen habe, ist, dass man praktisch diese Ansaugröhren und auch das Einflussrohr kann man individuell gestalten, wie man möchte, dass man das sozusagen selber zusammenstecken kann. Ja. Und auch positiv ist, dass diese Teile hier für die Einläufe und Auslauf, die sind schon gefettet, deswegen sind die hier in so einer extra Tüte drin. Und das finde ich eigentlich auch gut. Und es ist sogar nochmal Reserve-Silikonfett dabei. Habe ich so bisher bei noch keinem Filter gesehen. Das ist auf alle Fälle positiv anzumerken. Was ein bisschen Minuspunkt gibt, ist, dass teilweise die Kunststoffteile hier ein bisschen billig verarbeitet wirken. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber dass man das so individuell zusammenstecken kann, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben. Sicherlich nicht verkehrt, weil man ja nie weiß, wie groß das Aquarium tatsächlich ist. Und so hat man nie Probleme, zumindest das an die Länge anzupassen, ob das langfristig jetzt funktioniert oder ob das irgendwann nicht mehr richtig fest ist und so weiter. Kann ich hier natürlich jetzt nicht sagen. Technisch ist er zumindest theoretisch auch schon mal ziemlich gut aufgestellt, weil er bei einem 2000 Liter, wie gesagt, im Leerlauf gemessen, Durchsatz nur 24 Watt verbraucht. Das ist schon ziemlich guter Wert. Und angegeben ist er hier von 400 bis 700 Liter. Wie viel Liter ich ihn empfehlen würde, wenn er mit Biohome ausgerüstet ist, das werden wir dann später sehen. Auch das Filtervolumen kann sich sehen lassen von 16 Liter. Ja, und er hat eben die Besonderheit, dass er den Vorfilter hier hat. Ob das so Sinn macht, werde ich mir jetzt auch mal anschauen. Und hier sieht man eben auch, wie das Wasser läuft. Na, auch das, wie gesagt, immer wichtig, wenn man so einen Filter auch verändern will von der Anordnung der Filtermedien. Und er kommt wohl schon mit Filtermedien, deswegen gucken wir da jetzt mal in den Filter selber rein. Von oben betrachtet sehen wir auch wieder ein paar Besonderheiten bei dem Filter. Erstmal ist der Ansaugknopf kein Knopf, sondern ein Zug. Und da muss man hier so ziehen, aber ein bisschen kräftiger. Man merkt auch, dass da wirklich Widerstand ist und dass das auch dicht ist, was angenehm ist, aber trotzdem ungewöhnlich. Ja? Und auch der Anschluss, der hier dran kommt, das ist jetzt der Out-Anschluss, setzt man hier rein und das habe ich so auch nicht gesehen, dass explizit da steht, dass man den Wasserdurchfluss, also die Durchflussrate des Filters, immer nur über den Out regeln muss, weil es sonst zu einer Überbelüftung kommt oder kommen kann und das auch den Filter stoppen kann. Das sage ich auch, immer, wenn ich so darauf hinweise, aber hier steht es zum ersten Mal explizit nochmal direkt auf dem Filter drauf. Wenn man das Ding hier ansetzt, ja, merkt man so, bis hierhin geht es rein, dann muss man hier den Hebel ziehen, dann zieht er sich erst rein,
Und dann ab da regelt man dann den Durchfluss. Beim Einlauf ist es ähnlich, aber hier gibt es gar nicht diese Zeichnung für die Abstufung, die man hier sieht. Ja, genau. So. Und so wäre es beides voll auf. Wenn man den Filter öffnen will, muss man, und das ist ein bisschen ein Nachteil von diesem Gerät, ich kann den jetzt öffnen, obwohl alles offen ist. Ne? So. Und das könnte dazu verführen, dass man diesen Vorfilter, das zeige ich gleich noch, wie das geht, reinigen will, ohne zuzumachen. Aber man muss immer erst die Ventile zumachen. Und zwar erst dem Fall dann, wenn man ihn abklemmt, erst den Einlauf zumachen, bis das hier sich so ein bisschen anhebt. Man kann natürlich auch sicherheitshalber rausziehen und gucken, ob wirklich dicht ist, aber das sollte normalerweise funktionieren. Und dann 1, 2 Sekunden später den Hebel. Ne? So. Und jetzt wäre er praktisch sicher. Und jetzt kann man ihn aufmachen. Und dann sieht man auch schon die nächste Besonderheit. Der ist nämlich doppelt gesichert. Man kann einmal hier öffnen. Und dann kann ich hier schon den Vorfilter oder die Vorfilterkammer öffnen. Und da ist eben hier so ein kleines Kästchen drin mit einem groben Schwamm. Ja. So, und hier unten, da sieht man, da wird auch das Wasser rumgeleitet. Und hier hat es auch ein Ventil, dass es praktisch nicht irgendwie was raustropfen kann. Ja. Die Klapperchen hier, die sind ein bisschen. Kläppchen, die sind ein bisschen klapprig. Muss man sehen, wie gut das hält. Kann ja mal jemand reinschreiben, wer das vielleicht schon den Filter etwas länger hat, ob das funktioniert. Aber manchmal halten so Totgesagte länger. Ich erinnere nur an den Aufkleber von meinem ersten Sansan-Filter. Den gibt es auch immer noch. Habe ich auch gedacht, der überlebt nicht lange, aber der hält bis heute. Schon 3 Jahre her. Na, und ja. Und was ein Nachteil ist an dem Filter, dass er eben wirklich nur grob ist und da sehr dick. Ja, also ich glaube, es kann passieren, je nachdem natürlich, wie euer Besatz ist, dass der nicht wirklich viel Arbeit spart, weil der Grund, warum der Filter keine Durch oder keinen Durchsatz mehr hat, ist meistens, dass die feineren Fliese zu sind. Und dann bringt der mir hier nicht so richtig viel. Ne? Wenn man jetzt aber hergehen würde und sagen, okay, ich habe ja hier einen dicken Schwamm, na, ich mache den halbiere den und mache hier einen feineren drüber, kann es sein, dass ja dann die Fläche sehr gering ist und dass das dann zu schnell zugeht. Ne? Weil je größer die Fläche ist, von dicht nach noch dichter, desto länger hält so ein Filter normalerweise. Das ist also ein einfacher Vorfilter. Was mir gut gefällt, ist, dass man hier die Gelbwelle reinpacken kann und dann auch sehen kann, ob sie sich abgebaut haben. Das ist natürlich eine nette Sache. So, jetzt gucken wir mal in den restlichen Kopf oder den restlichen Filter rein. Und hier muss man jetzt den letzten noch, den habe ich hier noch gar nicht aufgemacht. Ne? So, und dann diese zusätzlichen Klammern, die hier unten dran sind, die sind auch nochmal rundherum. Die muss man jetzt auch noch öffnen. Und erst jetzt kann ich den Kopf komplett abnehmen. Ne? So. Übrigens auch interessant gebaut. Hier hat es hier so eine Querleitung drin. Ne? Hier praktisch der Impeller. Und da geht das hier rüber und hier kommt es dann raus. Ne? Warum das jetzt hier vorne so guckt, ist wahrscheinlich montagetechnisch nötig, das so zu bauen. Ja, also der Filter kommt schon komplett bestückt. Hier ist diese übliche Abdeckung. Also das Wasser läuft eben, nachdem es da durch den Vorfilter durch ist, hier in der Mitte einmal lang runter. Ne? So, hier ist ein dicker, feinerer Schwamm. Dann eine Tüte mit Keramikröllchen.
zwei Tüten mit ziemlich feiner Watte. Nochmal zwei Tüten mit sehr feiner Watte. Und noch ein Korb mit schwarzem Schwamm. Na, aber sieht von der Porosität her gleich aus wie der blaue. Muss ich mal reingucken, ob der eventuell mit Aktivkohle versetzt ist, aber ich meine nicht. So, das wird eh alles jetzt geändert für mir. Schauen wir mal, was da so alles reinpasst. Es ist also wie so oft, dass die Filterhersteller immer was reinpacken. Damit kann man sicherlich anfangen. Man sollte aber im Interesse eurer Fische nicht damit aufhören. Ich zeige euch mal, ist jetzt neu bei mir im Programm. Ich habe ja schon länger die 3 cm starken Filtermatten Grobmittel in Fein in 50x50 drin. Wer jetzt aber nur einen Filter umarbeiten will, da gibt es jetzt noch eine Nummer kleiner, die sind 25x25. Und wie man hier schön sehen kann, passen die schon fast genau da rein. Ne? Und da hat man nicht so, ist da auch leichter ein bisschen vom Zuschneiden her. So, und die gibt es eben auch in Blau und Schwarz, Grob, Mittel und Fein, 10, 20 und 30 ppi. Ne? Je höher die ppi-Zahl, desto feiner ist der Schwamm. So, den groben brauchen wir hier nicht. Das ist ja im Vorfilter drin. Das muss ich ja nicht doppelt machen. Also brauche ich nur Mittel und Fein. Und da sieht man auch von der Höhe her, passt das dann doch ganz gut. Das schneide ich jetzt schnell zu und dann machen wir weiter. So, jetzt habe ich das ein bisschen zugeschnitten. Reicht so völlig aus. Na, also jetzt habe ich eben, grob ist ja im Vorfilter. Dann habe ich hier Mittel und hier den Feinschwamm. Und man sieht es auch noch im Vergleich zum Original, ne, dass der noch etwas feiner ist. Über das, ja. Ja. Und damit kann man meiner Meinung nach auf die Watte verzichten. Wer jetzt gerne jede Woche seinen Filter sauber macht, der kann das gerne auch noch irgendwo reinpacken. Rate ich aber eigentlich von ab. Ist blöd zum sauber machen und bringt von der Wasserklarheit nicht so richtig viel, aber wer das braucht, der muss es machen. So, und ja, das ist jetzt das. Und ein angenehmer Nebeneffekt noch bei den Körben. Es scheint so zu sein, dass es wurscht ist, wie rum man die ineinander stapelt. Ja? Weil das Außenrohr ist ja in der Mitte. Und dann ist es egal, kann ich so stapeln, kann ich so stapeln. Scheint egal zu sein. Probieren wir es dann gleich mal aus. Ja, und dann geht das eben hier rein. Sitzt ein bisschen straff hier unten, aber das drückt sich dann schon hin. Kommt ja dann das Gewicht vom Biohom rein. Jetzt gucken wir mal, wie viel Biohom da reinpasst. Ja, und so ist jetzt ein Korb vollständig bestückt mit Biohom, wiegt fast 2 Kilogramm, und zwar ca. 1,8 Kilogramm vom Maxi Ultimate, also die große Ultimate Variante, und unser kleinstes rotes, das wir haben, Biohom Plus. Und also tief zeige ich euch nochmal. Die graue Version, das ist dann Ultra und Standard. So, wenn man das jetzt hochrechnet, 1,8 Kilogramm auf 4 Kilo, kommt man auf 7,2. Kann man so ja nicht bestellen. Also bestellt man 7 Kilo von einer großen Variante oder kombiniert es, dass man sagt, 5 Kilo Ultra, 2 Kilo Maxi Ultimate und noch ein Kilo einer kleinen Variante wie Standard oder Plus. Dann kann man den Filter sehr gut bestücken und hat dann 8 Kilogramm Biohom im Filter drin, kann da mal bis zu 800 Liter Wasser biologisch vollständig filtern. Wenn ich von vollständiger Filterung rede, rede ich immer davon, nicht nur Ammonium und Nitrit abzubauen, sondern eben auch Nitrat. Damit habt ihr langfristig weniger Algenwachstum und gesündere Fische, könnt auch einen höheren Besatz fahren. Wenn das Aquarium ein bisschen dichter besetzt ist, wie bei Malawis, Goldfischen, Elwese oder auch keine Pflanzen drin sind, rechnet man ungefähr 2 Kilogramm Biohom auf 100 Liter, um diese vollständige Filterung zu bewerkstelligen. Also wirklich
enormes Potenzial, was der Filter hat, was das Filtermedium oder das Fassungsvermögen von Filtermedium angeht. Und ihr seht eben auch jetzt hier, dass man das kombinieren kann und somit auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erreichen kann. Oft werde ich auch gefragt, wenn die Körbe so voll sind, ob das nicht den Wasserfluss hemmt. Das tut es nicht, denn was ihr hier seht, das Ultra und natürlich das andere, die roten Versionen, genauso hat 50% Porosität, die kleineren Sorten hier 42. Das heißt, 50% von dem, was ihr seht, ist eigentlich Luft oder später dann natürlich Wasser. Also streng genommen ist der Korb hier nur halb voll. Ja, und dadurch habt ihr eben diesen enormen Effekt, diese riesige Besiedlungsfläche und diese enorme biologische Filterleistung. Er sagt, so viel brauche ich ja gar nicht, kann man natürlich auch weniger bestücken, hat dann noch den letzten Korb frei für Aktivkohle oder Mittel gegen Phosphat oder eben auch das Polyfilterfließ, das eben auch noch Schwermetalle und so weiter entfernt und auch dem Wasser nochmal eine zusätzliche Klarheit verleiht. Zum Starten empfehle ich wie immer unsere Bakterien-Gelbälle. Wird aufgefahren, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Pure Aqua und dem Pure Pond. Also erstmal bekommt man hier vergleichsweise etwas mehr fürs Geld. Man sieht, die sind hier dunkel. Das heißt, wenn man diese Methode fährt, dass man es ins Aquarium gibt, oder einige der Bälle, den Großteil sollte man natürlich hier zwischen den Filtermedien verbauen. Hier bei dem Filter ganz speziell kann man natürlich auch schön ein paar in den Vorfilter reintun und dann sieht man eben, ob sie abgebaut werden, denn das ist die Besonderheit, man sieht den Verbrauch und wie sich die Bälle verkleinern. Wenn sie schnell kleiner werden, kann man sie eben nachfüllen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich nicht standardmäßig, wie auch oft gefragt, die Gelbälle mitliefere, denn das würde meiner Meinung nach die Leute in Fall der Sicherheit wiegen, denn wenn die dann verbraucht sind, was mache ich dann, ja? Weil dann heißt es eigentlich, ich muss nochmal nachlegen. Und das ist eben so ein Vorteil von diesen Bällen, dass man das tatsächlich sieht. Man muss also gar nicht groß rummessen, sondern man sieht, was Sache ist. Na, und die dunkle sieht man etwas besser. Man bekommt etwas mehr fürs Geld. Aber wenn man gar nicht die Menge braucht, wäre es Quatsch, dann bleibt man bei denen. Für das Aquarium, hier sind 50 Stück drin. Das reicht für bis zu 500 Liter. Wer mehr braucht, nimmt die. Gibt es auch noch für wirklich für einen Teich, dann nimmt Liter und 2 Liter. Ein weiteres nützliches Tool, vor allem in der Startphase, unser Polyfilterfließ, das eben nicht nur den Bakterienhaushalt regelt, sondern dadurch, dass es ja ein chemisches Filtermedium ist, vom ersten Tag an nicht nur die organischen Giftstoffe beseitigt, sondern eben auch Schwermetalle und andere Giftstoffe, auch bei Medikamenten zum Beispiel rauszufiltern. Also auch für die weitere Durchführung unseres Hobbys immer wieder ein nützliches Tool, das ich mir nicht mal wegdenken möchte. Jetzt bauen wir das gute Stück wieder zusammen. Machen wir rot nach unten. Ja, das ist echt praktisch hier, dass man den Kopf aufsetzen kann. So wie er kommt, geht in jede Richtung. Dadurch, dass eben das Rohr in der Mitte ist, das finde ich zum Beispiel auch Vorteil für den Umgang mit dem Filter. So, sind die erste Sicherung drin. Und jetzt eben die zweite Sicherung. Ja, das war's. Also eine ziemliche Menge an Filtermaterial, was reinpasst. Biologisch Filtermaterial, so in der Bestückung, denke ich, deutlich sinnvoller, als wir von Werk her kommt. Das ist aber bei den allermeisten Filtern so. Sicherlich ein solides Gerät. Ich werde den auch nochmal praktisch testen. Ich habe mir selber noch einen gekauft. Der kommt bei meinem Vater zum Einsatz am großen Aquarium. Und wenn er den Praxistest besteht, dann werde ich ihn auch als gepimpte Version, natürlich auch als ungepimpte Version, wer das mag, im Shop anbieten. Ja. Schreibt mir mal eure Meinung, eure Erfahrung mit dem Filter und in die Kommentare. Daumen hoch wäre super, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr mehr von solchen
Videos sehen wollt und auch andere Videos von mir zu anderen Themen der Aquaristik nicht verpassen wollt, abonniert unbedingt den Kanal. Bis demnächst bei Dukes Aquaristik-Experimente.